Menschen da sind. Vorher hatte ich mal 3 und bald 4. Seit beim 4:09. Es war spannend. Jetzt hoffe ich auf schöne Spiele, die jetzt kommen. Und zwar begrüße ich euch zu den Bezirkseinzelmeisterschaften Mittelfranken, Nord- und Mittelfranken, Südseniorenleistungsklasse 20, 21, 22, Senioren E-Klasse 40 bis 60 Einzel und das gleiche nochmal fast, aber mit Damen B-Klasse Einzel. So. Ihr qualifiziert euch für die Leistungsklassen. Die ersten 4 sind qualifiziert, weil wir dort natürlich zusammen spielen. Habe ich 4 Plätze für euch. Die nun zu 4 spielen, die Damen. Also Glückwunsch zur wir spielen 3 Gewinnsätze. Wir spielen bei euch, das habe ich beschlossen, jeder gegen jeden. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Sonst sind zu wenig Spiele da. Rein sind zu rum, das macht einfach nur Spaß. Dauert genauso lange wie vorher. Christiane, mein einer Atlatus. Der zweite Atlatus, auch dahin, der spielt. Der hilft mir dann später auch wirklich. Christiane wird dann die Paarung vorlesen, der Erstgenannte. Nimmt bitte die Beine in die Hand, kommt her, holt das Körbchen ab. Im Körbchen selber steht die Tischnummer. Das heißt, Zettel hoch, Nummer, und dann wisst ihr, welcher Tisch das ist. Bei 6 Tischen ist das schwer. Der Sieger füllt bitte aus, oder jeder Ding, er füllt aus. Der Sieger bringt das Ding zurück, ist hoffentlich ordentlich ausgefüllt. Unten müssen die Sätze eingetragen sein. Wir haben das vorhin auch schon versucht. Gescheitert. Ja, aber die ganz tolle Früh, die 3, die haben es geschafft. Ihr schafft es auch, ich soll noch kurz davon weisen. Der erste Gang, der holt das Ding, füllt es aus, bringt es zügig zurück, damit wir nicht so viel Pausen zwischendurch haben und die nächste Runde weitergespielt werden kann. Habe ich das vergessen? Am Ende gibt Christiane jeden der ersten 4 noch ein Zettel, der auszufüllen ist für die Anmeldung und Weiterleitung, da müsst ihr keine Ahnung, Doppel 1 nächst mit angeben, ob ihr es mitspielen wollt. Ich bedanke mich beim TSV Lauf für die Ausrichtung des Turniers und bin jetzt noch ins ein oder andere Wort. Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu den heutigen Leistungsklassen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und wünsche den Besseren den Sieg. Und wie gesagt, danke von der Geschwindigkeit, dass ihr doch so relativ zahlreich erschienen seid. Für alle, die sich untereinander nicht kennen, ich lese jetzt die Gruppen vor und zwar ist es auf Platz Setzliste. Fängt an Gruppe 1, Steinbrecher Reinhardt, Jill Torico, Jamie, das ist Spanisch. Okay. Heidel, Harald, Baric, Dragan, Pichel, Manuel und Aydin, Samal, Salamet. Selamet. Spitzname. Ah, gut, dann bin ich zusammen. So, und bei den Damen spielt Bora Gertrud, Bora Helga, Wolf Michaela und Johann Sandra. Viel Spaß bei allen, denkt an zügig die Zettel zurück mit ordentlich ausgefüllt. Okay, also ich lese jetzt vor. Tisch 6, Bora gegen Wolf. Tisch 1, Bora gegen Johann. Tisch 3, Heine gegen Seno. Ja, gut gemerkt. Ja. Ging schnell. Im Alter, ne? Tisch 2, Chevelieu gegen Baric. Das sind die Tischnummern, ne? Ganz klar. Und ganz offensichtlich schon ins Endspiel gesetzt oder zumindest ein kleines Freilos. Der alte Mann und nicht viel mehr. Reinhard Steinbrecher, CVRM Unterasbach, Ü70.